Damit herzlich willkommen zurück zu SnowRunner, der Geländesimulation mit dem Randy. Und ein Glück, hallo. So, der Kleine hat geladen. Ich hab ihn angehangen. Ich geb jetzt Gas. Also ich geb nur so Gas, dass sie da auch ganz normal mitkommen, so, ne? Naja. Dass ich sie hier durchziehe, gerade, weil wenn sie an den Pfosten hängen bleiben, müssen halt schön mitlenken vorne, ne? Dass sie auch zwischen den Pfosten durchkommen dann. Ja. Gib mal größte mehr. Jetzt ziehe ich ein bisschen mehr. Machen es quasi so, dass wir den jetzt erstmal gerade hier hinstellen. Und du dann quasi rechts rum, Achtung der Pfosten. Ja, wenn sie aufhören würden, danke. Ich habe schon die ganze Zeit aufgehört. Ah ja, hat trotzdem gezogen. Weiter, ja. Reicht? Nö. Oder? Also warte mal, ich kann hier. Ich muss ja jetzt dann theoretisch links, ne? Ne, rechts sind sie jetzt. Achso, also da wo wir hergekommen sind. Richtig. Darum? Hm. Bevor es mal lenken, aber dann wird das schon was. Bring mal ab. Dort halt, bis der immer das Lenkrad rum hat. Ja, das ist auch. Jetzt so. Passen Sie auf die komischen Steine auf, dass Sie da nicht drüber wippen. Nämlich genau, machen Sie mal Pinsel an. Komm, schaffst du ohne Diff. Ja. Wir haben halt hier leider noch nicht diesen einen Turm entdeckt. Der ist da oben. Soll ich den vielleicht mal versuchen zu kriegen? Mal hier mehr sehen. Der, oder was? Der ist gleich hier oben eigentlich. Also, das müsste bloß versuchen Sie das mal. Irgendwo in der Walachei rein. Wenn sie nicht. Wenn sie nicht danach raushaut. Raushaut? Ach so, geht der Scheiß wieder los. Lassen wir das vielleicht lieber, oder? Können wir auch machen. Ach, der ist ja hier. Hm. Ja, der ist da. Obwohl, ist eigentlich verlockend, ne? Ja, aber du musst erstmal an den Steinen vorbei, hinten durch den Wald. Ja, so. Vorne kommst du eh nicht hoch, da ist ja die Mine überall. Also schön, dass sie sich hier komplett verniedelt haben. Damals lang geht. Also nicht da, wo ich jetzt stehe, also die Baumreihe, also ja, dort schon jetzt rechts rum, aber vorher. Nicht den Weg rein, wo ich bin, sondern den vorher rein. Sollten sie fahren. Verstehe ich nicht. Also fahren sie weiter. Sehen mich ja stehen, dann kommt hier vorne so ein Baum. Ja, also statt links, rechts oder was? Ja, von rechts so vorbei. Ja, nett, das ist, das stimmt schon, wenn es mich raushält, dann stehen sie hier wieder alleine. Ja. Stimmt. Kommt da vorne einmal eine ganz schmale Brücke, theoretisch. Es ist aber zu machen, wenn sie gerade ranfahren. Ich bin ja mit dem Sattel durch, also hoch. Länger zu ist eigentlich wendiger. Hm. Eigentlich. Ja, die ist schon wendig. Den abhängt, das dauert ein Stück, das geht beim Sattel schon schneller. Hm. Na, rüber, rüber. Passt ja. Wunderschön. Aber das ja gerade richtige Stimmung ist. Was gab's denn eigentlich bei Ihnen zum Abendbrot? Oh, mal so für die Zuschauer, vielleicht können Sie sich kulinarisch weiter. Ich hab doch noch gar kein Abendbrot. Hä? Du hast ja davor uns irgendwas neigesteppt. Ja, das war ja Kellogg's Max. Ach so. Ich hab noch Milch da. Achtung, hier vorne kommt die Brücke dann, glaub ich, ja. Da vorne ist er. Seien Sie vorsichtig. Vorne haben Sie ja wenigstens eine mit Bordwänden, aber hinten haben Sie keine Bordwände. Das ist richtig. Keinen Kran zum Bergen dabei. Das ist richtig. Gerade ranfahren und dann. Was mit dem Nachbarn? Nö, das waren nur so ein paar, wenn es mal in Anführungszeichen, Frühstücksflocken. Mm. Bis die Packung dann irgendwann leer wird. Ich hab mir doch schon wieder 10 Minis gekauft. Muss. Eigentlich die einzige schwierige Stelle hier oder enge Stelle. Oh. Achso, ich seh's gerade. Huch. Ja. Können Sie den Bill weiter nach rechts sehen?
Ja, nach links bin sie. Oder warte mal, vielleicht kriegst du das selber hin, weil ich habe ja hier Punkte. Ja, ich könnte den an den Baum dran machen. Und dann machen wir, ja gut, der löst halt einfach. Der löst dann halt einfach. Fahren sie ein bisschen vor, dass es gleichzeitig mitzieht, wenn du fährst. Ja, so. Da müsste gehen jetzt. Die ähnliche enge Stelle eigentlich. Ja, das ist ja nicht. Ja. Mach ihn doch schon Licht. Und ich dachte schon. Was? Nee, gab noch nichts. Seht ihr, guck mal auf die Ohr. Nö. Sie ist ja gerade mal Frühstück. Naja. Der Tag hat für mich erst angefangen. Ich hab gesehen. Bei Ihnen wurde dasselbe Datum einmal zwei geteilt. Das ist richtig, links oder rechts rum? Links rum von mir. Da ist normale Straße jetzt. Also normaler Weg. Da kommen wir jetzt genau zur Fabrik, wo wir zwei abliefern müssen. Oh ja. Das ist erstmal alles so. Da haben wir auch noch mal eine Tankstelle, also theoretisch, also ich habe es auch ohne Tanken geschafft. Also was ist ohne Tanken geschafft? Ohne, dass mir jetzt, ich bin da, ich habe es alleine gespielt, ohne dass ich mir irgendwas abgestellt habe. Weil hier bei der Fabrik kannst du noch mal richtig voll knallen, die Hütte. Und dann musst du ja nur wieder zurück zum Bahnhof. Das ist ein bisschen die Schlammstraße dann alles geteert. Ist natürlich jetzt mit dem Zug, den sie hatten, schwierig gewesen. Da kommst du alleine normalerweise nicht wieder so einfach raus. Geradeaus, oder was? Ja, einfach dem Weg folgen. Ja, der Weg geht rechts weg. Ja, nee, die müssen schon geradeaus. Ich dachte, sie haben sich die Fabrik, sie müssten das sehen mit dem gelben Pfeil. Ja, ich sehe das, aber hier ist ja für mich kein Weg. Was soll das, sollte das ja sein? Das ist eine Zumutung. Ja, nein, es ist ein Weg. Okay. Ein Weg? Nicht richtig sehen, so oder Optik. Ich würde sagen, dass wir die Fabrik hier über von links anfahren. Wir müssen dann hier irgendwo mal. Oh, ich sehe gerade der. Ach, wir hätten doch andersrum fahren sollen. Weil der Weg fast nicht hier drüben drauf, weil wir es halt nicht entdeckt hatten. Da haben wir den ersten Weg rechts gefahren, wäre er irgendwann da reingekommen. Verdammt. Wenn Sie auf die Karte gucken, sehen Sie das Elend. Ich sehe es ja gerade vor Ort. Ja gut, wenn wir rechts irgendwie versuchen durchzustoßen, würde es auch gehen. Das ist nicht schon zu spät. Ja, ich kann sie ja zurückführen einfach, das ist ja kein Problem. Ich kann sie ja anhängen und zurückführen. Sind wir da immer hier? Wir müssten jetzt quasi hier ja, rechts da irgendwie durch oder da weiter vorne und dann weiter unten rechts. Oh. Machen sie nicht den Oh. Sorry, warte mal, ich kann mich daneben stellen, wenn das was bringt. Wenn ich nicht selber umkippe, weil das ist ganz schön tiefes Teil hier. Ich kann den kann ich den hier hinten safen. Naja, hier gibt es kaum Punkte, denke ich mal. Weil Bäume sehe ich jetzt nichts. Ja, so ein kleiner, der wird doch nicht allzu viel bringen. Oh. Na, dann nimmt er ja dezent mit. Wie sieht's hier aus? Bin ja nicht richtig. Alter, voll in der Rille drin jetzt. Mhm. Jetzt könnten sie erstmal weiterführen sich. Ich muss auch schon mal gucken, wo ich da hin muss. Links weg oder wie das aussieht. Ja. Ja, wir müssen dann irgendwann weiter nach rechts kommen, halt. Wir müssen auf den Nachbarweg, ne? Naja, aber wir müssen ja jetzt erstmal den Weg folgen, oder nicht? Ne, dann kommst du ja dann nicht zu der Fabrik. Oh, mach mal kurz. Oh, Junge, Ausrichtung. Ja, dann müsste ich ja jetzt hier rechts weg einfach. Genau, dass wir irgendwie nach unten kommen. Wahnsinn, das ist eine verschissene Scheiße hier. So. Uah, spring doch nicht. Beinahe ein Bock. Genau, da müssen wir eigentlich bis runterkommen auf die Dings. Ein ausgewaschenes Flussbett. Wahnsinn. Interessant. Ah, vor allem vom geologischen Standort her. Ah, auf jeden Fall. Ja, dann irgendwie müssen wir halt hier wahrscheinlich auch
Aber das macht das nicht. Ich würde sagen, dass wir die Fabrik aber von links anfahren. Dann. Ja. Oh, das ist doch ein ganz netter Kottenabschnitt. Muss ich ein bisschen anschieben. Oder ich häng fest. Schieb mal. Okay, das wird er bei dir wahrscheinlich wieder nicht mitkriegen, hä? Ja, doch, doch. Oh, Lastengang, Tippsperre und drück und drück und drück. Jetzt muss ich halt mal davor fahren. Ja, wäre besser. Ja. Ich merke das schon, das wird hier nix. Der Kleine hat sich irgendwo reingefressen. Frage ist nur, wo komme ich hier jetzt am dümmsten vorbei? Es ist steiles Gelände. Ja, geht. Angst um meine Sicherung. Und mir kommen sie eh nicht vorbei, da müssen sie immer. Ja, deswegen, ich muss ja erstmal irgendwie hoch. Richtig. Da geht. Komm, Tiefsperre. Da habe ich das Gefühl, dass nur die mittlere Achse bei dem antreibt. Weil es verleise ist. Nee, das steht doch da, Rad. Ja, besser wäre es gewesen, sie wären hier links hochgefahren. Aber gut, das könnten sie vorher nicht sehen. Ist ja auch finster hier. Dann ist es steilste Stück gewählt. Bis ich gerade sehe. Hängen Sie schon dran? Ich hing gerade dran, kommen Sie noch zurück. Bei mir steht immer noch Winde ziehen, Winde lösen. Na, lösen Sie und kommen Sie zurück. Jetzt bin ich dran. Mach's mal langsam, nicht dass er abreißt. Fahre ich hier einfach geradeaus in den Wald rein. Sonst wird es die Winde nicht schaffen und sie müssen hier oben auf der Straße dann halt links fahren, ne? Nee. Ich bin jetzt quasi nur in den Wald. Halt mal einen Gang höher. Gut, reicht schon. Da links hält jetzt hier, ne? Also da muss ich draufstehen, müssten sie eigentlich schon links. Naja, was denkst du, was ich gerade mache? Naja, sieht so aus, als würden sie nicht lenken. Kein Problem, ich hab Sprit dabei. Die original beste Ausrede eines Kettfahrers. Wo bist du in mich reingefahren? Keine Ahnung, aber ich hab Sprit dabei. Hast du Essen dabei? Nee, aber ich hab Sprit dabei. Das geht für Ding hier. Das geht für alles. Huiuiui. Wenn es einfach nur der Straße folgen will. Ja, ja. Aber Vorsicht bei dem Innen da nicht geradeaus. Hier unten ist nochmal ein Upgrade, wenn sie rechts runterschauen. Ich sehe gerade, tief. Ja, das ist auch wieder von hinten durch die Böckenmuster rein. Kommen wir jetzt hier erstmal schön weiter. Ah, da kannst du schön runter gucken, siehst du unten, wo das Auto ist, schön grau jetzt. Nö. Ich würde sagen, wir können jetzt das von der Tankstelle aus anfahren, aber da wissen sie ja noch, da war ja diese komische Gehucke hinten in die Fabrik rein. Lieber vielleicht von vorne reinfahren, oder? Da war flachere Straße. Oh, fahren sie einfach, wo ich abbiegen muss. Aber jetzt eigentlich nur der Straße folgen. Weil wenn sie jetzt. Ja, jetzt geht's in zwei Richtungen. Ja, wenn sie jetzt rechts fahren, dann kommt halt über diese blöden Huckel, deswegen einfach links fahren. Naja. Ich glaub, das ist sicherer. So. Da ist vorne zwar ein bisschen Schlamm, aber Schlamm ist ja für uns theoretisch kein Problem. Wo wir Huckel haben. Gerade bei dem langen Hänger, ein so ein großer Huckel zwischendrin, sitzt er wieder auf, fängt er wieder an zu springen. Oder nicht. Jetzt haben wir wieder richtig gemacht, so wie Multiplayer eigentlich üblich ist, sonst hat man uns ja öfters nicht zusammenfahren sehen. Weil ja jeder sein Ding gemacht hat. Außer bei den XXL-Transporten.
Aber süß, sind wir doch mal schön gefahren hier, ne? Der Russ mit der Ami-Unterstützung, verstehst du? Mhm. Da ist er gefahren. Bei Maschine und Tour für die nächste Mission, nämlich Bagger. Das wäre echt cool. Da kommst du mal Dampfwalze, weißt du? Fährst schön vorne weg, 1A Straße nachher. Das wäre cool, wenn das nicht gehen würde. Was sind so richtig, fahren sie drin? Ich denke an der Wand, hä? Nö. Das ist Schafter. Ja, das ist halt blöd vorne, wenn die zwei Dinger dann so lenken, ne? Bald ein großer Einschlagwinkel. Soll ich jetzt eher zwei vom Hänger oder die zwei vorne weg machen? Ja, ich würde vielleicht eher vom Hänger sagen. Gut, kann ich das überhaupt beeinflussen? Nee. Ja. Ja? Kannst du auswählen, wo du es runterladen willst oben. Ich kann hier entladen? Nee, kann ich nicht. Doch, das könnte man raussuchen. Kann man schon immer raussuchen. Aha. Du kannst mit Q und E oben das Ding wählen, genau beim Tanken. Aber ich merke schon, dass sie das gar nicht wissen, weil deswegen tanken sie auch ständig was von ihnen in mich rein. Erstmal, weil sie das Ziel immer falsch angeben. Auf jeden Fall. So, das nächste Ding ist der Bahnhof, ja. Das heißt einfach jetzt die Schlammstraße davor, oder? Kannst du jetzt nicht mal vorne noch was draufladen, ne? Ja. Ich kann vorne was draufladen, ne? Nee, was kann ich denn hier laden? Ersatzteile und Beton. Und Fahrzeugersatzteile. Fahrzeugersatzteile brauchen wir ja dann für einen Blick hinter dem Horizont. Also nehmen Sie die klein mit. Wie viel? Na gut, ich kann den noch zwei machen. Brauchen nur noch zwei. Zu wenig Platz. Was? Ne, Anhänger, Truck. Fahrzeugersatzteile, ja? Ja, ne, Ersatzteile. Nicht Fahrzeugersatzteile, Ersatzteile. Fracht entfernen. Diese. Nur Ersatzteile, ja? Ja. Können Sie mir das nochmal. Also jetzt nur Ersatzteile, zweimal. Nur Ersatzteile. Zweimal. Alles klar, vielen Dank. So. Dann. Tja, kann ich ja wenden. Schwierig, ne? Nehmen wir mal ja den hier. Da kannst du mich auch einmal um die Gebäude hinten rumfahren. Das geht alles. Wir haben doch überall diese Durchgänge hier in der Fabrik. So, naja. Kannst du immer rumfahren eigentlich. Vorne links, dann wieder links und dann kannst du in eine Runde drehen. Müsste eigentlich ohne Probleme gehen, ist groß genug. Aber kleine Mittelgang wieder rausfahren, weil wenn du ganz hinten erst wieder zurückfährst, wird es eng. Die haben ja diese scheiß Betonmauer hier reingezaubert. Deswegen, das ist ein bisschen blöd gemacht. Weil wenn du ganz vorne fährst, kriegst du die Kurve nämlich mit dem Ding nicht. So, 1 Uhr, ohne rückwärts fahren, 20. Sieht aus, wie sie das Ding in den Arsch schleifen. Aber. Ja, trotzdem die Betonmauer getroffen, würde ich sagen. Und nochmal getroffen. Naja, noch immer. Aber dafür ist ein Reifenblatt. Ja, gut. Ja. Folgen Sie mir. Also, Sie sind gar nicht mehr dort. Doch, ich bin noch dort. Naja. Ich steck noch schon mal eine Strecke ab. Also. Am dümmsten davor kommen. Komm dann schon hin nachher. Als es doch noch mal Probleme geben sollte, was ich nicht glaube. Also, wo müssen denn dann diese Ersatzteile? Müssen die dann irgendwo in der Nähe oder was? Nee, die müssen dann hoch zum Radartor. Ach so. Da waren wir zwei Stück, dann noch einen großen Frachtcontainer von dem Bahnhof, wo sie sind. Mhm. Also sprich, sie laden diese vier Teile ab. Mhm. Werden sich einen Frachtcontainer nehmen und dann geht's auf zum Das lass mal unbedingt Cat probieren. Das ist aber dämlich, weil dann musst du nämlich noch einen Stahlträger brauchen nämlich dann noch. Ja, wo gibt's den wiederum? Ja, den gibt's beim Lager. Da wo wir jetzt gerade waren? Oder nicht, wo wir dran vorbeifahren? Da fahren wir dann später dran vorbei. Also, na ja, gut, dann halt nicht. Dann machen wir das jetzt. Noch andere Container später. Also übergroße Fracht kommt noch, aber das ist ja so ein 4-Zonen-Container, der ist eh zu groß. Hm. Aber ich glaube, es kommen auch noch normale Container. Wenn nicht, können sie dann auch mal diesen Wettbewerb fahren. Dann können sie noch ausprobieren. Also, gibt's einen Wettbewerb. Eine Containerlieferung von hier vom Bahnhof zum Sägewerk, was wir freigeschalten haben. Also. Da kannst du, da musst du einen Container hin. Also ich habe es geschafft in 6 Minuten 30 und wenn du es unterhalb von 8 Minuten schaffst, kriegst du halt Gold. Naja.
ich so 5000 Kohle oder sowas. Das müsste ja eigentlich wieder respawnen, glaube ich. Hm. Hat man das immer nur einmal pro Karte? Ich glaube, das hat man immer nur immer, ne? Nee, ja, obwohl, du kannst das mehrmals machen, ja. Das ist richtig. So, aufpassen, ist ganz schön eine Schräge teilweise drin. Gerade hier, wo ich jetzt oben lang war, alter Schwede. Körb ist warm, geil, gleich mal drüber heizen. Ach so, Moment, ich bin durstig. Gut, ich werfe ihm mal eine Cola rüber. Hier, ich fang! Ich hab noch 1 Liter. Das kriegst du jetzt mit? Ja, ja. Ja, ein Blick immer straight geradeaus, ne? Ja. Danke. Weil es keine Leistung mehr gezogen. Und so vor. Glaub ich ihn. Naja, so 4 Liter muckt da rum. Ja, das geht aber noch, weil du gerade fährst. Wenn du den Berg hochfährst, kannst du 20 Liter haben, dann macht er schon. Und ich denke, was ist los? Maschinengewehr im Ausbruch. Ja, ja. Wir müssen so auch aufpassen. Entweder sie fahren ganz links direkt in den Schlamm rein oder rechts schon ein bisschen in den Wald. Oder sie mich nicht. Ich sperre einen noch. Ich bleibe einfach mal hier stehen, falls sie doch kippen sollten. Fahren sie vorbei. Sehe ich nämlich genau im Loch, da passiert nichts. Immer mit Absicherung. Auf jeden Fall, das ist gerade ein schönes Bild. Bleiben Sie da einfach mal stehen. Aber. Ja, ne, bleiben Sie da stehen, bis das Ding bremst. Naja. Das ist Wahnsinn. Schön zu da. So, sollte reichen. Hoppala, nicht zurück zum Hauptmenü, Gottes Willen. Hm. Das war zu. Nee. Nee, links rum. Nee, ich wollte gerade sagen. Verdammt, Geht noch, oder? Ja. Ja, das ist halt, man muss halt sagen, dass diese Vierachser, ob der Asaf oder der andere, die fahren. Oh Gott, ich seh nicht, scheiß Sonne! Ja, die fahren halt saumäßig stabil. Also, um die zu kippen, da gehört schon viel Talent zu, habe ich aber schon gesehen. Einige mit so einem Fergus-Modul fahren bei dem anderen vorne weg und Club liegt auf der Seite, wo ich gesagt habe, ich habe es mit dem Fahrzeug in der ganzen Russenkarte nicht geschafft, den Asaf einmal zu schmeißen. Also nicht den du hast, sondern den anderen, den ich am Anfang hatte. Der rote. Ja, bei mir war er blau, ja, im Menü sieht er rot aus, ja. Den habe ich nicht einmal geschmissen. Mit dem habe ich sogar hier in Russland die letzte Mission direkt mit dem gemacht, weil das mit dem Container so blöd war, dass die. Selbst die Heavys teilweise, also die Heavys sind nicht umgefallen, aber du bist so durch die Löcher gefahren, dass es das hinten so verschränkt hat, der Anhänger, dass es den abgehangen hat und dabei hat es die Lava auch rausgekippt. Also. Ja. Der Tiger war dafür halt auch nicht so gut, weil halt man merkt halt, vorne fehlte die Achse und da hebt es ihn hinten halt einfach mal rum. War also auch nicht so gut. Nee, ich würde sagen, Dings, weil wenn wir so, dann kommen wir durch dieses blöde Schlammloch, was vor dieser. Wir müssen ja nicht tanken. Nee. Und deswegen fahren wir über den Weg. Es ist zwar der längere, aber es ist der bessere. Also Automatik kannst du ja komplett vergessen. Ja. Kannst du nur im Lastengang hochfahren. Noch viele für Russland musst du schalten können. Das sehe ich bei den Dashcam-Videos anders. Nee, es geht allgemein ums Spiel, aber das sagen halt viele. Hier brauchst du halt viel mehr. Diese, wo du viel beim anderen gesagt hast, hier da hast du zwar ein optimiertes Getriebe und so. Und da hast du gesagt, na gut, wenn du einen L-Gang hast, das hat ja für alles eigentlich gereicht. Hier war, ist halt wirklich so, wenn du dieses Spezial oder diese optimierte Getriebe hast, wo du dann 3 Lasten ging hast, merkst du es halt hier wirklich. Dass du mit dem Kleinen gerade so anfahren kannst, dann in den Mittleren, in den Größeren, dass das nach und nach schneller wird. Kriegst halt hier mit, dass das wirklich mehr Sinn macht. Bei Michigan hast du es ja so gut wie gar nicht gebraucht. Ja, außer in Wellen. Daneben lieber stellen. Nö, nö, das geht schon, aber. Ich hatte jetzt gerade wieder hier scheiß Maus drin, danke.
Also willst du dann Schnellwinde machen? Differential ist immer an. Differential ist immer an. Weil er dann denkt, ich habe noch hier Tastatur aktiviert. Das ist ein dummer Bug. Aha. Ja, dann muss ich kurz mit der Maus eh mal reinklicken, dann geht's wieder. Ja. Ja, das hat mich... Da gab's sowieso so ein paar Dinger, wo du gesagt hast, hä, komisch, was macht denn da jetzt hier plötzlich mit Maus, obwohl du Controller fährst oder dran hast? Mhm. Ja, deswegen, ich bin dann nur am Ende... Ich bin wieder auf das normale Ding zurück. Also sprich auf Maus und Tastatur. Also. Man merkt es auch beim Knicklenker, ist eher relativ ungünstig mit der Lenkerei. Weil bis du reagiert hast zu lenken, bis das das mal macht, umsetzt. Ja. Beim Controller kannst du wirklich halt Controller viel empfindlicher einstellen, dass da viel mehr lenkt. Und du tust halt dafür den Stick nur ganz leicht und schon geht das langsamer. Ne? Hm. Bei der Tastatur hast du da halt keine Chance. Die Tastatur ist halt immer auf Anschlag. Ja, und wenn du die Anschlag aber auf zu schnell einstellst, das kann halt im Gelände zu Verhängnis werden, ne? Wenn er zu schnell einlenkt und dann einfach mal puff. Nicht auf der Seite. Boah, nichts jetzt gar. Hab ich Stein unterm Arsch? Oder warum fährt denn da hier so langsam? Was ist denn los? Ach, jetzt bin ich selber bei 3 Litern. Ich dachte, warum fährt denn dann immer schneller? Boah, jetzt komisch, dachte ich, hä? Ist doch nix. Fahren Sie, ich fahr vorbei, da können Sie sich auch hängen. Nö, es geht schön. Ah, guck mal, es ist schon von der Breite. Guck mal, ich fahr meine gleichen Spuren nochmal, wie breit die sind. Ja, ja. Ah, da, als war er fast wandern durchgefahren. Ja, jetzt säuft der Motor ab, sinnlos. Ja, dann hat er zu wenig Leistung dafür dann. Weil Winde musst du ja auch mit dem Motor betreiben. Wahrscheinlich reicht es da nicht mehr. Oder falsche. So, falsche. Jetzt sind sie dran. Und los! Ich hab den höchsten Gang drin. Geht gleich vorwärts. Wutsch! Mal fahren wir mal ein bisschen hier drüben. Gut. Ja, genau, wenn der Schlamm kommt, hängen sie wieder ab. Das geht doch. Ja gut, ich hätte es trotzdem bis zum Ende der Kurve gemacht, aber wenn sie ein bisschen weiter links bleiben, ist eigentlich ohne Probleme. Und da sind sie zu weit rechts gekommen, aber geht. War nur eine kleine Pfütze. Ah, hier vorne war es halt auf die Fabrik dazu gesehen oder Lager oder Logistikzentrum, was da dort ist. Ist halt viel, viel schlimmer, ne? Nö. Wenn du da drin hängst, hängt das ganze Auto bis zur Stoßstange rücken. Los. Abgesessen. Macht schon wieder Foto, wenn's regnet. Hä? Bei mir regnet's. Nö, bei mir nicht. Jetzt hat's ja gerade aufgehört hier, an der Stelle. Strahlender Sonnenschein. Jetzt so. Oh je, jetzt hätte ich fast das Leben ausgelöscht. Oh, so sieht er aber schön aus. Deine Bäume da vorne, schön. Ich hab gehupt und der Tannenbaum ist umgeflogen. Druckwellen. Druckwellen. Ich mach einmal so ein schickes Foto. Was an, aus, an, aus. Alter. Wegmachen. Was hast du gesagt? Alt F1 oder wo war's, ne? Alt F1, Standardbelegung, glaube ich. Ja. Ach, sieht auch schick. Beugt. Oha. Das soll dann ja zum Beispiel beim nächsten Update auch anders drin. Ah ja. Also das ist schon rausgekommen, wenn ihr das seht, ist der 100 Hash schon wieder eins. Ja, wir sind halt weiter in der Zukunft. Ja. Weil wir müssen vorproduzieren. Bisschen, ja. Ja, weil Klick macht dann Urlaub, da macht nämlich seine eigene Ginger Ale Bar auf. Ja, ja, das sind die Malediven, das Hin- und Hergereist, ihr wisst ja, wie es ist, der Jetlag. Ja, ja. Vor allen Dingen, warum erst auf den Malediven, reicht auch ein Zwickel. Ach, den Zwickel gibt's schon genug so einen Krampf. Gibt's eine Ginger Ale Bar?
Was ist denn eine Ginger Ale Bar? Ne, weiß ich auch nicht. Da, eine nee. Bar, wo halt nur Ginger Ale ausge... Ja, genau. Oder Ginger Ale. Von den Sekten hier oder was? Ja, ja, zum Beispiel. Ne? Kannst du ja. so eine Jackie Cola Bar aufmachen? Da wird halt nur... Du das verkaufen. Richtig. Da ja, halt, Zwickau. Genau, wenn, dann hast du vielleicht eine Cocktail Bar oder sowas. Das gibt's. Ja. Okay, eine Ginger Ale Bar. Ja. Ginger Ale. Ja, die schlimmsten noch. Ja. Er wird Unternehmer. Zum Waschen der Steuergelder. Ach, sind wir schon längst. Auch schon längst. Ja, was ja. Unternehmer, ich hab das schon gemerkt, also, wie da unser Chef teilweise nachlässig ist. Bei den Leuten, die er da so eingestellt hat schon und die er auch so einstellt, würde teilweise auch so aus der Haut fahren. Ja. Ich glaube, ich könnte mich. Ich bin ja sonst ein relativ ruhiger Mensch, ne? Aber. Auf jeden Fall. Also, ja, ist ja so, oder? Ja, beim. Ja. Oder so. Nö. Aber wenn was nicht funktioniert und wenn du es zum Beispiel dreimal schon gesagt hast, oder der andere das vielleicht nicht gesagt hat, dass er das zum Beispiel nicht kann oder irgendwas. Da könnte ich aus der Haut fahren. Da muss man vorher mal die Fresse aufmachen. Ja, und nicht einfach drauf zuarbeiten und dann wird's teuer. Ja, nee. Da gibt's Leute. Da hatten wir früher einen Draht, der sollte nur anzetteln auf dem Hof. Ja. Der Trailer war abgestellt. Oh, schön, dass du es gemacht. Danke. Ja, der Trailer war abgestellt auf dem Hof. Und dann sollte der den mit der Maschine ansatteln, so da den angesattelt. Da ist aber vorher noch nie Sattel gefahren. Nur 7,5 Tonner. Hat er aber einen großen Führerschein. Ne? Da hat er den Trailer angehangen, hat aber vergessen, dass der Trailer hinten noch eine Bremse hat. Oh ja. Und dann hat er die Räder dort. Du hast ja Federspeicher hinten, die du so rausziehst, um den festzubremsen. Das funktioniert auch beim Dreiachser, sind das nur die letzten beiden Achsen. Und die waren angezogen. Die hat er einmal komplett, unser Hof ist mit so Schotter und so Erde und so. Hätte man trotzdem merken müssen, hat er den einmal komplett bis vorgezogen. Die Reifen wurden an der Stelle natürlich platt, ne? Da hat es Drahtgeflecht rausgeguckt. Sehr gut. Und ich sag mal, jeder Reifen kostet 500-600 Euro locker. Bei 4 Reifen kannst du ausrechnen. Erster Monatslohn ist sofort. Richtig. Wahnsinn. Aber naja, ich denke mal, sie sagen, die Folge ist rum. Die Folge ist rum, die Leute haben wieder was gelernt. Wenn ihr schnell Reifen verschleißen wollt, einfach mit Bremse mal kurz vorziehen. Da ist der Monatslohn schon weg. Da braucht er nicht mal ins Casino. Richtig. Ja, es geht schneller. In dem Sinne muss eigentlich ich abmoderieren, ich sage einfach Richtig. Nur Tschüss. Ich sage einfach nur Tschüss, ich auch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.